Willkommen zu einem weiteren Minecraft Sie-Test. Die heutige Glückszahl verspricht uns Dschungelwelten. 1, 1, 3, 4, 6, 1, 9, 5, 7, 8, 7, 6, 0, 3, 2, 0, 2, 5, 5. Ziemlich lange Zahl. Aber ich denke mal, ich habe mich nicht vertippt. 7, 8, 7, 6, 0, 3, 2, 0, 2, 5, 5. Alles klar. Na dann, ich bin gespannt. So, also das mit den Dschungelwelten. Stimmt schon mal. Wir sind in einem Dschungel. Ah, und was für einem? Dschungel, Dschungel, Dschungel. So. Zack und zack. So, dann lass uns mal umgucken. Da finden wir Savanne. Da finden wir Wüste. Und da finden wir Dschungel, 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 Dschungel. Würde ich sagen, begeben wir uns mal hier zwischen den beiden Biomen die Grenze entlang. So. Oh, der Dschungel zieht sich hin. Da ist wieder ein Netherponument. Und wir haben unser erstes Dorf. Ein Savannendorf. Hallo, liebe Dorfbewohner. Seid ihr alle nett und artig? Gut. Dann bekommt ihr auch ein So, rum ist die richtige Reihenfolge. So. Und wir fliegen weiter. Gott, ist der Dschungel groß. Also wenn eine Dschungelwelt will, bitteschön, da ist sie. Hier ist ja nur Dschungel. Guck mal, jetzt frisst er sich hier rum. So. Wow. Okay, hier ist der Dschungel zu Ende. Dafür haben wir Wasser. Und ein Nether-Monument. Der nächste Goldblock ist gesichert. Dann lass uns mal ein bisschen ins Wasser hinausfliegen. Ein paar Unterwasserschluchten, gut. Da ist unser Dschungel. Ich hoffe mal, wenn wir jetzt um den Dschungel drumherum fliegen, dass wir auch noch was anderes finden. Wie zum Beispiel ein Schiffswrack. So. Oh, wir haben ein Unterwassermonument. Quatsch, ein Prismarientempel. Da ist er. So. Und das da hinten sieht wie ein Schiffswrack aus. Alles klar. Dschungel. Gibt es eigentlich Dschungeldörfer? Ich weiß, es gibt Dschungelpyramiden. Und ich wette, in dem Dschungel hier sind davon mehrere zu finden. Weil, geht gar nicht anders. Ein 16er Struktur. Netherstruktur. Was haben wir in der letzten Folge gesagt? Ein seit Urzeiten zerstörtes ehemaliges Portal. Mesabiom. Hallihallo.
Mesabiom, garantiert mit einem unterirdischen Minensystem. Mit wunderschönen Keramiksteinen. Ja. Sehr gut. Was haben wir hier? Schluchten, Schiffswracks. Dahinter sieht ein bisschen Savanne. Aber ich könnte ein bisschen mehr gebrauchen als nur Meer. Überleg mal, Meer und Dschungel, das sind wahrscheinlich jetzt so gefühlt 60% der bisher entdeckten Welt. Da ist noch ein Netherportal zerstörtes. Endlich mal ein bisschen Ebene. Sehr gut. So. Ach komm, Freunde. Ah, das ist Nummer 2. Das ist Nummer 2. So. Da sind auch 8 Goldblöcke drin. Da ist ein 16er Struktur, ein Schiffswrack. Ja, also dann würde ich genau auf dieser Insel hier bauen. Das wäre hier mein Startpunkt. Prismarintempel in der Nähe, den kann man trockenlegen, kann eine Farm draus bauen. Schiffswrack. Ah, Eisbiom. Jawohl. Das sehe ich gerne. Ich mag die Frostbiome. Ah, ein paar Eisbären. Dschungel hier, Dschungel da. Und da sind meine Spruce-Bäume mit einem Dorf. Alles klar. Ist gekauft. So. Ein 16er Struktur. Die ist aber arg zerstört. Da ist ja kaum noch was übrig, oder täuscht das? Ja, täuscht. Da ist der Goldblock. Wobei, geht das hier ein Stück nach unten? Ja doch, die geht nach unten. Guck mal, wie weit die nach unten geht. Okay. So. Sie ist vollständig. Okay. So, wieder Dschungel. Das wird immer noch der Startdschungel sein. Er zieht sich hier einmal durch die halbe Welt. Gebirge, Ebene. Ein paar Berge. Und ein Sumpf. Sehr gut. So. Aber keine Witchhut. Da hat meine Potschen aufgegeben, aber dem können wir abhelfen. Ein Schiffswrack. Ja, Dörfer Schiffswracks. Oha. Dark Oak haben wir auch am Start. Das heißt, da sind Pilze da und da ist der nächste Sumpf. Aber das lockt mich jetzt immer weiter von unserem Startpunkt weg. Ich denke mal, wir sollten so langsam wieder in Richtung des Dschungels. Damit wir wieder in Richtung Startpunkt kommen. Blumen, genau, dann sind nämlich Birken nicht weit.
Hier gibt es dann, genau, Pilze haben wir und das sind hier Oxeye Daisies. Das heißt, wir haben Suspicious Dew. Nether-Struktur. Und der nächste Sumpf. Okay. Und wieder ohne Hexenhütte. Gut. Keine Hexenhütte. So, jetzt geht die Sonne unter. Das heißt, ich gehe mal straight Richtung nach Hause. So. Hier haben wir die Wüste, Savanne. Aha. Und hier kommt unser Dschungel. So. Oh, guckt euch das mal an. Guckt euch diesen Dschungel an. Hier sind bestimmt ein paar Pyramiden drin. Jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen nach da, um nach Hause zu kommen. Bambus ist da. Ah, seht ihr, da ist eine Dschungelpyramide. Da ist eine Nether-Struktur. Super. Und ein Wüstentempel. Wir haben einen Wüstentempel. Sieht doch gut aus. Wir haben ein bisschen Savanne und wir sind wieder zu Hause. So. Und jetzt beginnt die große Frage. Was haben wir alles vergessen? Quatsch. Locate. Wie heißt denn das Ding? Witch Hut. Das Ding heißt Witch Hut. Ach, Swamp Hut. Gut. 2000 Blöcke. Locate. Pillager. 2000. Locate. Dschungelpyramide haben wir. Monument haben wir gefunden. Desertpyramide haben wir gefunden. Netherfossil. Ozeanruinen. Sind gleich um die Ecke. Locate. Was haben wir noch? Ruinenportal haben wir. Schiffswrack haben wir. Swampart haben wir. Village haben wir. Menschen fehlt noch. 12.000 Blöcke. Also da darf man eine Runde laufen. Und Locate Biom. Was haben wir gesagt? Wie hieß das mit den Mushrooms? Mushrooms. Oh, jetzt sucht er. 6000 Blöcke. Geht eigentlich. Und wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir uns jetzt zum Abschluss das ganze Ding von unten an. Unter dem Dschungel finden wir nichts. Nix. Doch, da hinten. Oder? Nee, das ist Schnee. Doch, hier. Ah, wunderbar. Also, unterirdische Minen. Oh, sogar eine so schöne große. Jede Menge Holz. Sehr gut.
Ist also alles da? Sehr gut, wunderbar. So, und ein Papagei, schaut ihn euch an. Quietsch, quietsch. Jo, Dschungelwelten. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.